Das Lustige an dem ist, der ist eigentlich gar nicht sehr bekannt im Gegensatz zu den Marsch im D-Moll aus den drei Orchesterstücken. Und der ist für die alte Blaskapelle geschrieben, also mit mehreren S-Trompeten, tiefen S-Trompeten, Piccoloflöte in Des und alles Mögliche. Und der wird heute eigentlich nicht gespielt, obwohl es ein total schöner Marsch ist. Und wir haben den aus dem Manuskript quasi arrangiert für unsere Besetzung. Wir hatten heute zum Abschluss unserer Reihe Bruckner 200 das Tiroler Red Chamber Brass Ensemble. Fünf fulminante junge Musikerinnen und Musiker, die auch schon bei Prima La Musica gewonnen haben. Und ich habe sie jetzt schon zum zweiten Mal eingeladen. Vor einem Jahr waren sie auch in St. Marien bei meinen Kammermusiktagen und heuer eben in Ansfelden. Und ich bin selbst immer ganz begeistert, wenn ich die fünf jungen Musikerinnen und Musiker auf der Bühne höre und erlebe. Da wird eine ganz große Bandbreite an dynamischem Spektrum geboten, an Ausdruck, an Klangfarben, an unterhaltsamer Literatur, an sogenannter ernster Literatur. Ich denke jetzt nur natürlich an die Stücke von Anton Bruckner, die übrigens der Gabriel Bramböck selbst für dieses Ensemble, für dieses Konzert speziell bearbeitet hat. Naja, als Blechbläser ist es ja so, da muss man eigentlich schon fast Bruckner-Fan sein, weil die ganzen mächtigen Stellen in den Bruckner-Symphonien, die gehen immer über das Blech und so, und das sind einige der schönsten Stellen, die man spielen kann als Blechbläser. Nur kammermusikalisch natürlich haben wir nicht die Chance, ihn so im Original zumindest zu erleben mit unserer Besetzung. Aber wir haben uns trotzdem ein paar Stücke jetzt arrangiert, damit wir das auch erleben können. Wir spielen nach diesem Eröffnungsstück von Anton Bruckner in Veni David. Nun eine Suite, Blechbläser-Suite, komponiert von Werner Büchner. Werner Büchner leider viel zu früh im Jahr 2001 verstorben. Das große österreichische Universalgenie, gleichsam begabt als Zeichner wie natürlich als Komponist, als auch als Dichter. Büchner hat ja immer jongliert zwischen der sogenannten E-Musik und der U-Musik, Begriffe, die er ja nicht mögen hat, weil da ja gleich Erwertung einhergeht. Er hat aber gezeigt mit seiner Musik, dass man Klänge schreiben kann, die unglaublich tiefsinnig ist, an berühren, zum Nachdenken bringen, aber auch zum Lachen bringen können, die einfach alle Seiten des menschlichen Daseins beleuchten. Und das ist eigentlich das, was Kunst ja soll. Thank you.
Wir haben uns in Innsbruck kennengelernt beim Studium am Tiroler Landeskonservatorium. Die Manuela, der Julian und die Antonia sind ja alle drei Trompeter, die waren alle beim gleichen Lehrer. Und dieser Lehrer, der Andreas Lackner, hat das Ensemble dann zusammengestellt und hat mit uns geprobt und hat so den Anfang gemacht. Und wir haben das dann selber weitergeführt und jetzt spielen wir immer noch heute. Das Warten hat sich absolut gelohnt. Na, Tuba ist ja ein herrliches Instrument, aber die ganzen, die Youngsters alle, die machen so viel Spaß, die sind sowas von erfreulich, weil sie einfach erfrischend wunderbare Musik machen. Und meine zweite große Liebe ist ja nicht nur das Flügelhorn, das Flügelband. Hab auch Flügelhorn mal gespielt in meiner Jugend, mein Blüte. Ja, und dann, wenn man vom Traunsee kommt, ist es noch schlimmer, weil da wird ja Flügelhorn und Trompete schön kombiniert in der Volksmusik. Und das ist auch ganz was Tolles. Wenn man mit dem Flügelhorn über den See fährt und dann noch so zweistimmig spielt, das ist was ganz was Herrliches. Früher hat man Echoblasen dazu gesagt, aber heute macht man Volksmusik daraus auch. Und das ist was Wunderbares. Begeistert. Es war wunderbar, ambitionierte junge Musikerinnen und Musiker auf höchstem Niveau, haben uns sehr gut unterhalten. Ja, man hat es an der Reaktion des Publikums gesehen. Die Leute waren begeistert mit drei Zugaben. Ich glaube, das spricht für sich. Ich bin eben sehr erfreut über diesen wunderbaren Abschluss dieser ersten Ausgabe vom Bruckner 200 hier in Ansfelden.